Herzlich willkommen zu diesem Video HTML mit Microsoft Visual Studio Code Portable. Wenn du HTML programmieren möchtest oder es schon kannst und einfach einen neuen Editor kennenlernen möchtest, dann empfehle ich dir mal diesen Editor hier. Er hat einmal neben dem Vorteil, dass er gratis ist, hat er einen Vorteil, dass er hier und ich klicke hier. Du siehst, dass es für mehrere Betriebssysteme gemacht ist, ausgerüstet ist. Und der zweite Vorteil ist dann, du kannst hier sogenannte Extensions herunterladen, die dann Visual Studio Code für die unterschiedlichsten Sprachen dann fit machen. Du siehst es hier von Python, C#, PHP, was auch immer. Und du kannst es dann perfekt verwenden. Wenn ich hier auf Other Downloads gehe, siehst du hier nochmal die Betriebssysteme und ich bleibe jetzt hier bei mir bei Windows und habe ich drei verschiedene Varianten. Ich habe User Installer und System Installer und ZIP. Bei den ersten beiden wird das praktisch, so wie du es von normalen Programmen kennst, wird das dann installiert. Bei System Installer ist es dann der Fall, wenn du mehrere Benutzer auf deinem Computer zum Beispiel hast, also in einem Betrieb bist, in der Schule, wo auch immerhin bist, dann würde es so installiert werden, dass es für mehrere Benutzer zugänglich ist. Nur mit einem Nachteil, diese Extensions, von der ich gesprochen habe, diese Zusatzprogramme, sind dann auch für alle zugänglich und verwirren dann vielleicht. Und wenn du Einstellungen veränderst, dann kann es auch sein, dass dann andere davon betroffen sind. Bei User Installer installierst du es wirklich nur für eine Person, für einen Benutzer. Aber die Stelle, an der diese ganzen Einstellungsdateien landen, die sind dann woanders als das eigentliche Programmverzeichnis. Also das Einfachste meiner Ansicht nach ist hier diese ZIP-Version, die sogenannte portable Version. Die lädt man herunter, entpackt sie und kann schon hier Visual Studio Code verwenden. Wie das geht, zeige ich dir jetzt in dieser ZIP-Variante. Dass ich später im Umgang hier mit Visual Studio Code dir zeige, das passt für all diese drei Varianten. Also du kannst hier jede Variante wählen, die du willst, du kannst dieses Video gut verwenden. Klicke jetzt hier auf 64-Bit und lade das herunter. So, ich habe jetzt hier in dieses Verzeichnis meine ZIP-Datei heruntergeladen. Ich wähle sie jetzt aus, rechte Maustaste, alle extrahieren unter Windows. Er schlägt mir dann dieses Verzeichnis vor, ich klicke auf extrahieren. Und er entpackt dann den Ordner und je nachdem, wie schnell dann deine Festplatte ist, landet dann der Ordner mit all den Dateien, die zu Visual Studio Code gehören, dann auf deiner Festplatte. Ja, einen Weg hier Visual Studio Code zu installieren möchte ich dich auch nicht vorenthalten. In einem anderen Video habe ich mal gezeigt, wie man diesen Laragon Webserver installieren kann. Da geht es zum Beispiel ganz einfach, rechte Maustaste, man geht dann dementsprechend dann auf Tools, auf Quick Add, klickt dann hier dann auf Code und dann wird dann dieser Editor dann automatisch heruntergeladen. Das aber nur für den Fall, falls du Laragon verwendest. Da geht es ganz einfach. Da musst du nicht auf eine extra Webseite gehen. Ja, aber jetzt zurück zu unserer portablen Version. Ich habe das hier runtergeladen und entzippt. Ich gehe jetzt in diesen Ordner hinein. Und hier habe ich schon die Datei. Ich klicke jetzt hier dann auf Code, wenn ich das starten möchte. Vorweg aber noch hier ein wichtiger Tipp von mir, damit diese ZIP-Datei wirklich eine portable Version ist, dass wirklich alles, was hier an Einstellungen hinterlegt und wirklich hier landet, lege ich hier jetzt einen Ordner an. Und der heißt Data. Und Visual Studio Code hat vorgesehen, wenn ein Ordner Data hier erhalten ist, dann wird hier alles mögliche an Einstellungen hinterlegt. Jetzt ist momentan noch nichts da, ich habe Code noch nicht gestartet. Ich klicke jetzt einmal drauf, Doppelklick, starte das. Und Code wird hier gestartet. Ich habe hier dementsprechend die englische Sprache. Und wenn ich jetzt hier bei Data hineingehe, siehst du, er hat schon einige Dinge angelegt und alles weitere, Extensions und so weiter, landen dann, diese Zusatzprogramme landen dann hier herinnen und du kannst dann ganz gezielt nachschauen, welche Einstellungen du hast. Aber jetzt zurück zum Editor. Hier im Editor habe ich jetzt die englische Sprache und ich möchte natürlich in deutscher Sprache arbeiten. Zuvor vergrößere ich das Ganze. Ich habe hier die Benutzeroberfläche mit File und so weiter und habe dann hier die Möglichkeit bei Extensions da hineinzuklicken und mir was herunterzuladen. Ich habe da wirklich eine Unmenge an Dingen. Und weil ich das in deutscher Sprache möchte, klicke ich hier mal German. Ich kann hergehen, da siehst du, es verändert sich der Mauszeiger und ich habe hier ein paar Dinge, die ich runterladen kann. Ich nehme mir hier dann wirklich das German Language Pack von Microsoft selber. Das ist hier den Anbieter. Das heißt, wenn du dir YouTube-Videos anschaust, wo dir etwas empfohlen wird, was du runterladen solltest, achte immer darauf, von wem du das herunterladest, weil manchmal gibt es gleich nennende Bezeichnungen. Ja, ich klicke hier auf Install oder hier auf Install. Das mache ich jetzt einmal. Und du siehst, er hat noch nichts umgestellt, aber wenn ich dann manchmal rechts runterschaue und ich etwas installiere, schlägt er mir schon vor, was ich jetzt machen könnte. Ich klicke auf Restart und dann werden nämlich erst diese Veränderungen angenommen. Es wird ja häufiger hier bei diesem Programm passieren. Du verstellst etwas, du glaubst, es hat sich nichts getan. Und später wirst du dann drauf kommen, wenn du das Programm zumachst,
und des neu startest, dann werden diese Veränderungen vorgenommen. Ich klicke jetzt einmal hier auf Restart. Alternativ könntest du die einfach auch zumachen und dann einfach wieder starten. Ja, es wurde neu gestartet und das siehst du, ich habe jetzt hier die deutsche Benutzeroberfläche. Also immer wieder neu starten, also das Programm neu starten, natürlich nicht Windows selber, dann kommst du da gut voran. Ja, ich habe hier dementsprechend dann Deutsch jetzt einmal eingestellt. Das nächste, wir wollen uns ja da hier mit HTML beschäftigen. Da geht es ja darum, dass du dann auch einen Webserver hast, den du dann gut verwenden kannst, also deine HTML-Dateien dann gut dir anschauen kannst. Und da empfehle ich dir jetzt die Erweiterung Live. Nicht Live alleine, sondern Live Server. Und da verwenden wir dann hier Live Server von Ritwik Day. Und wenn ich hier auf Installieren klicke, wird dann auch diese Erweiterung gestartet. Das ist dann wirklich ein Webserver, der dann in unserem Programm hier dann arbeitet. Ich klicke jetzt einmal hier mal daneben. Und die nächste Erweiterung, die ich hier installieren möchte, ist dann HTML Hind. HTML Hind gibt mir dann Hinweis, wenn ich ein HTML-Programm schreibe, wenn ich meine Tags einsetze, so nennt man die HTML-Befehle. Schreibt das hier zusammen. Und da schaue ich jetzt dann hier bei HTML, ermöglicht mir, dass ich da Hilfestellungen bekomme. Und da schaue ich mir das jetzt hier an. Ich habe hier von Mike Kaufmann und CTFO. Ich nehme das von Mike Kaufmann. Es ist auch die neuere Variante. Du siehst hier, welche Version das ist. 0.10.0 ist neuer als 0.01. Also 0.01. Ich klicke auf Installieren. Und die Extension wird dann auch schon installiert. Ja, und damit habe ich dann schon wieder vieles geschafft. Ich mache das jetzt hier mal zu, damit alle Einstellungen auch übernommen werden und starte das dann gleich wieder. Bin wieder hier. Du weißt, ich klicke hier auf Code Exit. Man sollte nur merken, wo man eben da die Datei drin hat, in welchem Ordner. Es wird wieder gestartet und ich habe dann auch hier die Extensions. Wenn ich hineinklicke, werden sie mir dann auch als installiert dann auch dementsprechend dann dargestellt. Als nächstes lege ich mir dann meinen Projektordner fest. Das heißt, indem ich all meine Dateien hineingebe, wo dann eben mein Editor die dann auch gut findet. Ich gehe dann hier rauf auf Dateien. Schreibt mir mal hier hin, dass ich noch keinen Ordner geöffnet habe, klicke auf Ordner öffnen und stelle mir dann den Pfad zu dem Ort ein, wo ich meine Dateien hinterlege. Im Prinzip kann ich jeden beliebigen Ordner nehmen und dort meine HTML-Dateien hineingeben. Wenn ich aber einen Server wie Xampp zum Beispiel installiert habe, dann werde ich hier den Ordner Xampp-HT-Docs angeben mit dem ganzen Pfad. Wenn ich hier Laragon verwende, werde ich dann auch auf den ganzen Pfad hingeben, aber zum www-Ordner. Du weißt vielleicht, bei den Servern, bei Xampp speichert man alle Webdateien, PHP, HTML-Dateien in HTDocs und bei Laragon im www. Bei mir habe ich so vorbereitet, dass ich hier dann den Laragon-Server verwende und stelle also den Pfad dann dementsprechend hier dann ein. Bei mir wäre das D-Austauschordner Laragon Portable Laragon www. Ja, ich habe diesen Pfad jetzt eingestellt und er zeigt mir dann genau die Dateien, die ich dann da drinnen habe, recht schön dann an. Wenn ich mir jetzt eine HTML-Datei hier aussuche, ich mit mich jetzt hier HTML, dann zeigt er mir auf der rechten Seite schon, was ich hier dann dementsprechend dann habe. Den Server, den wir vorhin installiert haben, kann ich insofern gleich verwenden, um meine HTML-Seite dann hier mal darzustellen. Wenn ich hier unten auf Go Live klicke, öffnet sich schon hier dann dieser Webserver unter dieser Adresse, die er mir vorgibt, und er gibt dann dementsprechend diese Webseite an. Ich klicke mal hier drauf und er springt dann zu einer anderen HTML-Seite, die ich da ebenfalls hineingegeben habe. Ich bin jetzt hier wieder im Editor zurück. Wenn ich jetzt Bravo zum Beispiel auf der linken Seite anklicke, dann geht er mal hier hinein und stellt es da, wenn ich HTML1 hineingebe, dann das. Es gibt hier auch die Möglichkeit, mehrere Dateien gleichzeitig sich anzeigen zu lassen. Da gehe ich hier rechts oben, da steht schon Editor, rechts teilen. Und ich habe hier dann mehrere Dateien und wenn ich jetzt hier dann auf 01 klicke, PHP, dann würde man zum Beispiel eine PHP-Datei darstellen. Ich habe hier 01 HTML und wir machen ja HTML, klicke ich auf Bravo und habe dementsprechend dann die beiden hier dann geöffnet. Ja, neue Dateien kann ich dann natürlich nicht nur in diesem Ordner hier mir anschauen. Ich kann auch neue Dateien dann programmieren. Ich klicke hier auf Neue Datei, schreibe dann zum Beispiel 02 HTML, legt man das dann an und ich habe hier eine leere Datei und kann die dementsprechend dann auch gut dann verwenden. Das siehst du, ich habe hier verschiedene Registerkarten und speichern kann ich das Ganze dann, wenn ich hier auf Datei speichern untergehe. Also das ist einmal der eine Punkt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehen würde
dann würde man schon anzeigen, dass da etwas nicht geht. Und das ist der Vorteil von all diesen Extensions, die man hier sich herunterladen kann. In dem Fall HTML1 weist mich dann darauf hin, mit anderen eingebauten Dingen, die Visual Studio Code schon dabei hat, wie ich Dinge anders machen kann. Ja, jetzt hast du mal gesehen, wie du Visual Studio Code im Zusammenhang mit HTML mal ganz einfach verwenden kannst, wie du es herunterladen kannst, und du hast hoffentlich auch gesehen, dass es sehr einfach und schnell einzurichten ist. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.